Hallo, wir sind gerade im Urlaub in Brandenburg und wollen euch mal zeigen, was wir hier so alles anstellen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einer großen Wiese, damit die beiden sich mal ordentlich austoben können. Und ich habe mich dafür auch schon mal richtig schick gemacht und habe meine Gummistiefel angezogen, weil es da mal ein bisschen nass ist. Und natürlich noch eine wunderschöne Gürteltasche. Und dort drin ist ein Ball, Kakachiken und ein paar Leckerlis noch. Etwas groß gewordene Leckerlis. Was soll's. Na kommt, Jungs, weiter geht's. Und schon sind wir angekommen und hier können die zwei sich jetzt ordentlich austoben. Mach mal Sitz. Super. Okay. Na komm, Dicker. Er bringt den Ball leider nicht sonderlich zuverlässig zurück. Ich muss immer warten, bis er ihn liegen lässt und dann holt Icarus ihn gleich und bringt ihn zu mir zurück. Und Icarus bleibt doch immer schön dran, er kennt das Spiel auch schon. Und das hohe Gras hier bietet sich perfekt an, um auch mal ein paar Suchspiele zu machen. Du bleibst. Ich warte jetzt darauf, dass Icarus mich mal etwas länger anguckt. Hey, guck. Okay. Und dann kann er suchen gehen. Juhu! Das ging schnell. Wo ist der Ball? Ja, super. Ja, manchmal verbummeln die den. Na komm hier. So. Passen. Na komm. Alles. Icarus ist leider etwas langsamer. Super, Mäuschen. Oh, da geht's ihm gut. Hast du deine Chance wieder genutzt? Super. Ist das schon K.O.? Ja. Wir kommen jetzt gerade von der Nachmittagsrunde und die zwei haben riesen Hunger. Und deswegen werden wir denen jetzt mal was fertig machen. Ihr wartet. Und hier in der Futterkammer haben die beiden nichts verloren, deswegen müssen sie draußen warten.
Und die Prozedur ist bei uns immer, das Futter wird hingestellt und die Hunde müssen so lange warten, bis ich das Okay gebe. Und dafür erwarte ich einen Blickkontakt, so wie man ihn jetzt schön sieht. Jetzt warte ich nochmal kurz, bis beide wirklich gucken. Okay, und dann kann's losgehen. Und Ikarus ist immer der Erste, der fertig ist. Und im anderen Napf wird eigentlich immer noch mal geschaut, ob nicht doch vielleicht ein Krümelchen vergessen wurde. Und da ist er auch schon. Leider nichts mehr da. Und dann gibt es immer bei uns noch einen kleinen Nachtisch. Heute sind das kleine Apfelstückchen. Setzt euch mal hin. Sitz. Nana. Du bist immer schneller. Sitz. Und dann gibt es ein Signal, dass es vorbei ist und dass hier niemand mehr betteln muss. Das war's. Und damit hat sich's dann erledigt.